Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der ungepflegten Spielunterhaltung aus den Bereichen der Strategie. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier in Crusader Kings 3 mit mir, der einzige Van Cup auf YouTube. Und heute schauen wir uns die Random New Worlds Mod an. Es ist quasi so eine Mischung aus der More Game Rules Mod und einer tiefergreifenden Mod. Also man hat quasi die More Game Rules Mod genommen und hat da einfach mal unzählige neue Möglichkeiten und Optionen hinzugefügt, mit denen man quasi ein Spiel starten kann. Ich sag mal so viel, die Mod bietet einem wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Natürlich das Wichtigste ist, man wählt als allererstes natürlich ein Startdatum aus, 867 oder 1066, und kann natürlich hier auf die Spielparameter klicken. Ihr könnt die Mod ganz normal auf Deutsch starten, das Spiel auf Deutsch starten, die Mod ist allerdings aktuell nur auf Englisch verfügbar. Dann können wir hier sehen, wir können das Ganze auslassen, damit bleibt das Generierungssetup unverändert, oder wir machen das Ganze random, damit quasi random generiert. Und dann, wenn man das auswählt, gibt es hier eben lauter Startoptionen. Na, wichtig ist eben, das hier muss an sein. Historically funktioniert hier gar nichts, das andere ist hier aus. Oder fast alles. So, und wenn das Ganze auf random ist, dann laufen hier eben die Optionen. Da kann man hier zum Beispiel einstellen, wie viele Counties zum Beispiel ein Ruler bekommt, ein Herrscher. Bei der Generierung kannst du euch mal einstellen 5. Dann sehen wir, wie viele maximale Counties jemand bekommt. Also minimal 3, maximal 8. Also zwischen 3 bis 8 Baronien bekommt zum Beispiel ein Herrscher. Dann minimales Alter. Wie alt ist er mindestens? 0. Maximal zum Beispiel 100. Dann Familie. Soll es da was geben oder nicht? Kann man quasi einstellen, wie man das haben möchte. Dann Startressourcen. Kannst du euch auch einstellen. Kein Gold, kein Prestige, keine Frömmigkeit, wenig, normal viel oder viel. Dann Herzogtümer. Viele, wenig, kann man many einstellen. Anzahl an Könige, wie viele Könige soll es geben? Machen wir auch viele Könige. Wie viele Kaiser soll es geben? Machen wir auch viele. Einfach mal den Generator richtig hart abfacken. Die Titelnamen machen wir mal random. De jure Realms, lassen wir mal wie sie sind ausnahmsweise. So, wie viel Herzogtümer muss man mindestens haben, um ein Königreich zu gründen? Machen wir mal 8 Platschis. Warum nicht? Ist doch lustig. So, wie groß muss es, wie groß kann ein De jure Königreich maximal sein? So, 12, also mindestens 8, maximal 12. Echt totaler Abfuck. Würde niemals jemand so machen. Mindestens 5 Königreiche, um ein Empire gründen zu können. Maximal 11. Kulturell random. Faith random. So, Faith used for randomization. 60% aller Glauben werden benutzt, um den. Was? Be used for random. The rule only is. Ja, okay, mach mal irgendwie was an. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Doktrinen. Lass mal, wie es ist. Oder wir machen das Ganze random. Das ist quasi von den Religionen, wie die Doktrinen sein sollen. Und das Development Level kann man übrigens auch ändern. Das Development Level zu ändern ist relativ stark, denn wenn man das Ganze zum Beispiel auf hoch stellt und dann alles so zwischen 0 bis 30 schon direkt anfängt, hat man natürlich deutlich mehr Gold und Truppen auch. So, bin ich fertig und dann wählen wir es einfach mal irgendjemanden aus und starten rein und dann gucken wir mal, was passiert. So, und das ist die Karte, die ich mir generiert habe. Wir spielen als irgendwer eine alte Oma mit einem wunderschönen Hintergrund. Und haben 400 Gold, 2000 Prestige, 600 Frömmigkeit, haben 8 von 7 Domänen. Übrigens, kleiner Fun Fact am Rande. Ihr könnt diese Mod auch mit fast allen anderen Mods spielen. Das heißt, ihr könnt fast alle anderen Total Conversions nehmen und könnt dann mit der Random New World Mod quasi auch euch trotzdem hier so ein Random Desaster erstellen. Ja, also ihr könnt fast, also soweit ich das jetzt mitbekomme, sind soweit alle Mods damit kompatibel. Ihr könnt sogar rein theoretisch die More Game Rules mit nutzen, um eben diese Mod ebenfalls hier mit zu aktivieren. Also ist eine relativ große Sache. Ja, und wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, einfach das Spiel immer wieder neu zu spielen. Und dadurch, dass eben auch das Entwicklungslevel komplett random ausgewürfelt wurde, ja, es wird, ist ja komplett random hier, dieses Entwicklungslevel. Ihr seht das auch. In manchen Regionen ist es niedrig, manchen ist es sehr hoch. Europa zum Beispiel ist sehr, sehr schwach sogar. Ist relativ ungewöhnlich. Normalerweise ist Europa natürlich eher höher. Und hier diese nordischen Regionen sind enorm hoch. Das heißt, hier zum Beispiel ist der Norden relativ stark. Glaubenstechnisch haben wir auch viele neue Glauben, aber auch nicht zu wenige. Viele, aber nicht zu wenige. Also nicht zu viele natürlich. Viele kleine verschiedene Kulturen, weil die natürlich alle irgendwo
schon mal im Spiel vorkommen. Da ist jetzt der Bayerische Glaube, da ist der Hanische, hier sind die Angelsachsen gelandet. Das sind natürlich auch die Häuser hier wieder. Dann sehen wir die Titel, die Großreichtitel wurden auch neu geschaffen. Genauso wie die Königreichstitel wurden ebenfalls neu geschaffen. Hier brauchen wir zum Beispiel, hier sind 6 Königreiche drin, hier sind 4, hier sind 5. Das ist fast original einfach, hallo? Die sind fast alle original, warum denn? So viel zum Thema Random Generation. Okay, der ist ein bisschen größer wie sonst, glaube ich. Auch die unten sind normal. Das sind übrigens alles, ja gut. Byzanz. Würde mich mal interessieren, wie das Spiel hier in so einem Zeitraffer läuft. Ich habe ja in der letzten Zeit auch hin und wieder mal ein bisschen mit Zeitraffern gearbeitet. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr von sowas mal einen Zeitraffer gerne sehen würdet. Dann mache ich hiervon auch mal einen. Ich habe ja generell so einen kleinen Zeitraffer-Tick aktuell. Ich weiß nicht warum, ich finde es aber interessant, so Zeitraffer zu machen. An sich ist hier ansonsten auch schon wieder alles zu der Mod gesagt. Empfiehlt sich halt einfach, wenn ihr ein bisschen Abwechslung haben wollt, nicht immer Standard spielen, ein bisschen neue Challenges setzen. Zum Beispiel jetzt hier irgendwo in einer Region starten mit niedriger Entwicklung. Zum Beispiel jetzt hier. Na, hier zu starten wäre hier in Ormingine. Hast du die Arschkarte, wenn du da startest. Im Gegensatz zu denen. Die sind wir eben schon dreimal stärker. Na, wir haben jetzt hier zum Beispiel mal kurz dorthin gehen. Können wir kurz Charakter wechseln. Mal sehen. Haben wir jetzt aktuell 9,4 Einnahmen im Monat. Können natürlich nochmal wechseln. Zu ihr hier zum Beispiel. Sie hat aktuell schon 14. Also deutlich mehr Einnahmen. Deutlich höhere Entwicklung. Deutlich mehr Truppen. Es sind sogar 11.900. Also, ihr merkt schon, da kann man sich selber natürlich auch Challenges setzen in so einer Situation und könnte sich auch in den Einstellungen ein bisschen ausprobieren, ein bisschen herumspielen, könnte es rein theoretisch eben auch mit der More Game Rules Mod kombinieren für noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Können wir ganz kurz gucken, Regierungstyp ist auch random. Nee, das ist nicht random, das ist tatsächlich original. Das ist nicht verändert, denn das war auch normal alles schon vor da. Das ist so alles, wie wir es kennen aus dem Spiel, aus dem Standardspiel. Kann man dann mit der More Game Rules Mod wieder kombinieren. Müsste man mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Aber es ist jedenfalls eine ganz coole Mod. Vielleicht probiere ich mal ein bisschen mit der herum. Als alter Herumprobierer. Die More Game Rules Mod funktioniert ja ein bisschen anders. Die ist ja mehr so Shattered Worlds und so. Die generiert ja weniger so richtige Regionen. Random. Da ist die Spieler hier ein bisschen anders. Aber an sich auch eine sehr, sehr schöne Mod. Mit Link natürlich auch in der Videobeschreibung wie immer. Und dann war es auch schon wieder von mir für heute. Ich bin raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Leider habe ich es nicht geschafft, das Video auf 8 Minuten zu strecken. Oder? Doch, jetzt gleich haben wir es. Dann kann ich hier nochmal 10 Werbung extra reinschalten. Ja, ich entschuldige mich dafür. Ne, das ist wirklich Zufall, dass wir jetzt auf 8 Minuten gekommen sind. Ja. Nein, ist eine schöne Mod. Empfehle ich wirklich jedem, der da auch ein bisschen herumprobieren möchte. Gerne auch eure Meinung in die Kommentare natürlich zu solchen Mods hier. Sagt ihr so, die Mods interessieren euch eigentlich? Nutzt ihr die selber oder sagt ihr so, nee, ist jetzt nicht so meins, muss nicht sein, ich spiele lieber historisch. Da würde mich mal eure Meinung, eure Einstellungen zu interessieren und dann verabschiede ich mich von euch für heute, wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Link zu der Mod natürlich in der Videobeschreibung, wie ihr das von mir gewohnt seid. Wenn nicht, dann bitte einmal darauf aufmerksam machen, dann füge ich das nach. Ansonsten jetzt schönen Tag noch, haut rein und viel Spaß mit Crusader Kings 3 oder einem anderen Spiel oder einfach mit meinen Videos. Tschüss.